Oh, das sind aber auch Kohleadern hier. Das ist der Burner. Ach so, apropos große Kohleadern. Wir waren ja auf Smaragdsuche. Und ich habe den Hinweis bekommen. Und nachdem ich ihn gelesen habe, habe ich auch gedacht, richtig, das weißt du doch. Es gibt Smaragde hauptsächlich in bergigen Regionen. Nun sind wir hier ja nun wirklich nicht in einer bergigen Region. Also das kann man jetzt ja nicht wirklich behaupten. Von daher sollten wir es vielleicht auch einmal woanders versuchen. Es ist hier zwar ein bisschen hügelig und alles, aber Berge sind das wahrlich nicht. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Ich will hier nicht mehr warten. Ich bin so ein ungeduldiger Mensch, das ist so ekelhaft. Aber da draußen kann uns sonst was passieren. Ich mampf mich einmal kurz voll. Nehme mein Schwert in die Hand. So. So dunkel scheint es gerade gar nicht. Oh, okay. Oh, auch eine Spinne. Und ich bin vergiftet. Seht ihr, das kommt nämlich dabei raus, wenn man denn hier nachts unterwegs ist. Oh nein, das hier, diese kleine... So eine dusselige kleine Höhlenspinne. Ja. Das kommt dann nämlich dabei raus. Ich habe ja gesagt, es ist gerade nicht meine Zeit. So. Welt muss ich kurz aufbauen. Es tut mir leid, es dauert gerade ein bisschen. Ich brauche dringend eine neue Festplatte. Meine, die macht es nämlich nicht mehr wirklich lange. Okay, das holen wir alles morgen. Adieu, unsere Erfahrungspunkte, aber so viel hatten wir, glaube ich, sowieso nicht. Wieso haben wir die ja nicht verloren? So. Unser Untergang war auch, glaube ich, gerade echt diese dusselige Höhlenspinne. Hexen. Weil, ja, die habe ich nicht gesehen. Die sind ja, ja so klein und dusselig. Und vor allem giftig. So, jetzt haben wir unseren schönen Todespunkt nicht mehr. Nein, unseren schönen Todespunkt. So, Ich hätte mich sonst vielleicht auch eben einfach ein bisschen verkriechen sollen in die Höhle und dann doch nochmal warten. So, haben wir uns umsonst vollgefuttert. Schade eigentlich. Das gute Fleisch. So, oh, ein bisschen was haben wir hier doch verloren. So, dann gib mir hier mal meinen ganzen Kram wieder. Gut. Nee, Schuppenbaumfahren ist nicht der, den wir brauchen. Naja gut, es ging auf jeden Fall hier rum nach Hause. Ich sollte wirklich nicht im Dunkeln irgendwo rumrennen und schon gar nicht hier, nicht mit meinem Orientierungssinn. Aber, naja gut. Können wir gleich zu Hause gucken, was wir da Schönes bekommen haben. So, ja genau, beißt du mich am besten auch noch? Ja. So. Ja, ist ein bisschen schade, dass das so inselig ist hier. Also. Aber gut, ich hatte ja gesagt, ich baue da, wo ich spawne. Und ich finde, so schlecht ist das auch gar nicht. Den einen lasse ich mal stehen. Vielleicht vermehrt er sich ja nochmal. Gucken wir gleich mal unsere Ausbeute an. Also vor allem die, die Futterausbeute, meinte ich jetzt.
sind wir wieder zu Hause. So, mal gucken. Sesam haben wir schon, ganz viel sogar. Kiwi haben wir auch. Curry haben wir offenbar auch schon. Oh, sogar gar nicht wenig. Ja, das werde ich gleich erstmal alles pflanzen. Ananas. Schuppenbaum fahren kann weg. So, Beeren vermehre ich gern. Ach, diese Unordnung hier jetzt, das ist ja nicht auszuhalten. So, auf jeden Fall. Auf jeden Fall haben wir unseren Tod für heute erledigt. Ich mache das hier jetzt erstmal durcheinander. Es ist sowieso noch nicht ganz so, wie ich es gerne hätte. So, wie schaut's hier aus? Können wir hier gerade nochmal irgendwo was ernten oder muss ich wieder rein? Ah, sehr schön. So, wen von euch kann ich denn? Dich und dich? Ha, perfekt. Wie viel Leder brauchen wir noch? Ach doch, da ist... Ich war mir eben nicht sicher, ob wir unser Obsidian noch haben. Das wär's ja jetzt gewesen. Das wäre es wirklich gewesen. Oh, das... ja, aber wir haben es ja noch. Also alles gut. Da will ich mich denn auch gar nicht irgendwie echauffieren oder beschweren. So, das kommt einmal das hier rein. Diamanten. Kommt jetzt einfach einmal hier rein, passt schon. So, die kommt hier rein. Gut, dafür haben wir gerade keinen Platz. Das macht nichts. Wir haben für so viel hier keinen Platz mehr. Es wird wirklich Zeit für anständige Draw. So, können wir eigentlich auch bald mal machen. Jetzt einmal. Einmal. Oder auch zweimal. So, hier runter. Das müssten wir uns natürlich auch alles noch so ein bisschen schick machen. Wäre vielleicht ganz schlau, wenn wir es direkt machen. Dann hier rein. Dann vielleicht hier gerade runter ist doof. Ist auch gerade hier doof. Das muss hier einmal weg. Ich versuche hier gerade, ihr merkt das schon. Gut, man könnte ja den Raum dann noch breiter machen. Das passt denn schon. So, ich will einmal sehen, ob wir hier mit einer normalen Treppe in dem Raum ankommen. Also anständig ankommen, ohne dass es irgendwie doof ist. Aber ich glaube, dafür ist der Raum zu tief, ne? So. Einmal ganz kurz gucken. Nee, so tief ist der gar nicht. So, wir bräuchten hier ja ohnehin etwas Platz. Wo ist jetzt mein Schniepel da? Theoretisch müsste ich dann hier. Ah, da sind wir ja schon. Ja, sehr gut. So. So, muss man jetzt nur mal schauen, dass man sich das hier nochmal jetzt ein bisschen ordentlich macht. Das ist ja aber nicht das Thema. Wobei, wenn man von hier kommt, wäre das schon cooler. Moment. Moment. Scheiße.
Ich weiß, ich durchlöcher das hier jetzt gerade völlig, aber das ist mir gerade ziemlich egal. So, sagen wir mal hier. Ich will erstmal nur gerade eine Verbindung hier haben. Sehr schön, hier habe ich sie. So, der Rest kommt später. So, das ist eigentlich auch ziemlich cool, wenn man hier runterkommt, der noch zwei Stufen hat. Ist halt denn nicht so, ne? Ihr wisst, was ich meine. Gut, auf jeden Fall muss das Ganze hier breiter sein. Wie gesagt, wenn, dann will ich das ordentlich haben. Das mit der Treppe nach unten, das passe ich dann auch noch alles an. Das wird schon. Achso, jo. So. Jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen Platz gerade. Ich weiß, ich springe gerade immer von Nether-Portal zu Tinkerschmiede zu Feld zu Bauen zu, ne? Aber wie gesagt, liegt auch tatsächlich daran, dass ich gerade wirklich nicht auf der Höhe bin und meine Gedanken gerade auch wirklich so ungeordnet sind. Also ich kämpfe gerade selber mit meinen Gedankensprüngen. Aber so bereiten wir zumindest alles vor. Irgendwie zumindest. Ich hätte das Ganze natürlich auch denn gerne nicht in diesem Gestein, sondern irgendwie schöner. Aber darum kann man sich eigentlich dann auch später nochmal kümmern, ne? Würde ich jetzt gerade einfach mal so sagen. Gut, nach oben hin haben wir eigentlich ziemlich gut Platz. So. Und so groß wird die sowieso noch nicht. Also ausbauen können wir immer noch. Das ist ja nun mal so. Achso, da habe ich ein Stückchen nach hinten. So, das bedeutet, ich mache jetzt erstmal wirklich diesen Speckstein rein. Oder den hier. Ah, nö, ist egal. Damit wir hier erstmal alles auf einer Höhe haben. Das reißen wir irgendwann wieder weg, damit da ein ordentlicher Boden reinkommt. Aber erstmal ist es wichtig, dass wir hier eine ebene Fläche haben. So, hier gehen wir nochmal ein Stückchen nach hinten. So. Ich weiß, wir haben noch nichts dabei, damit wir die jetzt hier gleich bauen können. Aber mein Gedanke war, dass hier ja eigentlich das Nether-Portal mit zu kann. Wo baue ich das denn dann erstmal hin? Ja, okay, hier haben wir jetzt dieses dusselige Ding. So. Generell hätte ich das eigentlich gerne in einem anderen abgeschlossenen Raum. Aus Gründen, weil da ja auch mal was mit rüberkommen kann. Mache ich das denn jetzt schon? Eigentlich ist das, glaube ich, unnötig, ne? Weil wenn was mit rüberkommt, sind es die Schweine und die tun uns ja eigentlich nichts. Ein Feuerzeug brauche ich noch. Stimmt ja. So, das war dann Moment. Habe ich immer so gemacht. Ne? Ordnung muss sein. So. Moment. Das sollte reichen, ne? Habe ich gerade Eisen dabei? Nein, habe ich natürlich nicht. Verdammt. Verdammte Axt. Gut, aber das haben wir. Hier hinten kommt denn unsere Tinkerschmiede hin. Oh Gott, da muss ich auch erstmal gucken, wie das Ganze funktionierte. Das kann ich, glaube ich, auch nicht mehr. Wie gesagt, es ist so lange her und ich habe so viel ja noch gar nicht gemacht mit der Tinkerschmiede. Deshalb bin ich da auch
jetzt relativ schnell dann wieder raus gewesen, also immer noch, ihr wisst, was ich meine, was ich sagen möchte. So, also ich brauche Leitern. Das. Okay. Ich wollte gerade sagen, das will ich haben, aber ich will es doch nicht. Das ist mir gruselig, wenn es einfach verschwindet. Außerdem ist es sowieso böse, ich weiß. Unser Königsschleim lässt sich auch nicht mehr blicken, ne? Ja, ist ja gut. Kleine feige Ratte. Achso, bevor ich es vergesse. Eisen. Ich glaube, zweimal brauchen wir, ne? Aber brauchten wir ja nicht für auch Feuerstein? Moment. Feuerzeug. Da. Ein Eisen, ein Feuerstein, alles klar. So. Ein Eisen, ein Feuerstein. Oh, Schwarzpulver, das funktioniert natürlich nicht. Wir haben aber Feuerstein da. Wollte gerade sagen, das weiß ich doch. Bei dem Kies, den wir bisher schon gekloppt haben, würde es auch wirklich sehr ungewöhnlich sein, hätten wir keinen Feuerstein. Nee, Platz haben wir hier nicht. Haben wir hier jemanden vor der... Ich muss den Creeperkopf da wegnehmen. Vollständig auf den Rhein. Du bist eklig, du kommst hier nicht rein. Oh, ein Herz. Was macht es? Rotes Mini-Herz, Werkmaterial, Teil von einfachen Herzkanistern, kann gegessen werden um 10 Herzen sollen. Oh! Oh! Das ist ja was richtig Feines. Eigentlich kann ich auch mal den Bienenstock. So, Bienenstock. Hier, Bienenhaus musste man selber bauen, ne? Okay, Planks, Rahmen. Nein, dafür braucht man... Wobei, dafür können wir vielleicht das andere Leder nehmen. Ach stimmt, und der Rucksack. Oh, dafür brauchen wir noch ein bisschen. Okay, einmal probieren, ob wir dieses Leder dafür benutzen können. Haben wir hier noch irgendwo Sticks? Ich weiß, ich sollte mich hinlegen und schlafen. Ja, 4 reichen uns nicht. Brauchen wir mehr. Mehr. So. Ich glaube, Fichtenholz können wir gut nehmen, ne? Davon haben wir jetzt mittlerweile so viel. Das ist, So. Dann 3 Rahmen brauchen wir. Perfekt. Und das geht natürlich nicht. Wozu ist dieses Leder gut? Man kann nichts damit machen, außer es irgendwo vergammeln lassen. Verdammte Hacke. So, und wir haben hier keinen Platz mehr. Es ist unfassbar. So, ich lege mich jetzt erstmal ganz kurz schlafen. So. Kühe füttern. Füttern. Vielleicht auch nochmal das ein oder andere anbauen. Ich möchte jetzt das Bienenhaus dennoch nicht machen, weil das Leder möchte ich gerne erstmal für einen Rucksack haben. Das wäre mir gerade erstmal wichtiger. Ich weiß, da war ein Creeper, ich bin auf der Flucht. Ja, klappt ganz gut. So. Lass mich doch einmal rein hier. Gib Happa Happa. Für dich und für dich und für dich und für dich. Warum hängst du hier schon wieder in der Ecke fest? So, ja, ihr Kleinen könnt ja noch nicht. Deswegen kriegt ihr auch nichts zu futtern. Wenn ich da selber nichts von hab, dann könnt ihr es voll knicken. So, dich erlöse ich hier jetzt erstmal. 2x Leder. Das heißt, wir brauchen noch 2. Du bist ein Versager. Oh. Nein, och Manno.
Das war so gemein jetzt. Na also, es geht doch. So, Schnitzel gibt es auch wieder. So, mal gucken. Können wir hier irgendwas ernten? Wir können hier sogar ganz viel ernten, dachte ich und habe mich getäuscht. So, macht nichts. Aber hier können wir auch noch ernten. Die können wir sogar gleich mal schnabulieren. Wir haben sowieso keinen Platz in den Kisten. Dann nehmen wir weg. Ganze Scheiß.